Jetzt müssen wir natürlich fragen. Magische Miesmuschel. Leichte oder schwere Blöcke? Keins von beidem. Keins. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Leute, ich war jetzt eine Woche im Urlaub. Vielleicht sieht man es mir ein bisschen an. Ich bin ein bisschen brauner geworden. Das tut es aber hier nicht zur Sache, sondern ich habe ein paar Infos für euch. Und wir haben ich bin heute nicht ganz allein, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal Leute, wenn ihr Designer seid und vielleicht auch gerne Bock habt mit mir zusammen Videos auf YouTube zu schneiden, unter anderem jetzt Videos für den Kanal oder für Flux erklärt. Auf Flux erklärt ist übrigens, sind jetzt schon zwei Teile der neuen Programmierserie online gekommen. Das heißt, wenn ihr Java und Minecraft-Plugins programmieren lernen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal die Serie aus. Ich verlinke euch einfach den Kanal unten in der Videobeschreibung und unten ist auch das Formular für alle Designer verlinkt, wenn ihr Bock habt, vielleicht auch für Geld oder sonst was, ja, Videos zu schneiden von mir, weil es ist ja kein Geheimnis, dass ich natürlich auch ein bisschen Geld verdiene mit YouTube, wenn ich da Werbung schalte und das tue ich, ja. Gebe ich auf jeden Fall auch so zu. Könnt ihr euch unten bewerben, ist einfach ein Link da. Da findet ihr auch noch andere, auf der Webseite findet ihr auch noch zu anderen Bereichen, könnt ihr euch auch noch bewerben für das Flux-Team. Und ich verlinke euch einfach alles unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und Leute, wenn ihr Bock habt auf das Video, ihr seht es ja wahrscheinlich schon eh im Titel, was ich heute machen werde, dann lasst auf jeden Fall gleich ein Like da, ein Daumen nach oben da. Ich kann schon nicht mehr reden, aber ja, denkt dran, den Channel zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, wir holen mal unseren Gast heute her. Unser Gast ist nämlich heute die magische Miesmuschel. Leider kann ich den Display scheinbar nicht aufnehmen. Ich habe es gerade ausprobiert, aber dann habe ich irgendwie keine Internetverbindung. Ich zeige es euch auf jeden Fall in die Kamera. Da ist sie. Und wir können sie ganz viele Sachen fragen und sie gibt uns darauf eine Antwort. Und ja, sie wird heute ein bisschen unser Spielgeschehen so ein bisschen mit begleiten. Aber ich würde sagen, als erstes fragen wir sie mal, was wir denn heute spielen sollen. Ob wir Skywars oder Bedwars spielen sollen oder Tri-Jump oder so. Aber ich frage sie erstmal, ob wir Skywars oder Bedwars spielen sollen. Soll ich Bedwars oder Skywars spielen? Keins von beiden. Keins von beiden. Okay, Leute, wir dürfen kein Bedwars und kein Skywars spielen. Ich hoffe, man hört die auch richtig. Dann fragen wir sie doch einfach mal, ob wir Tri-Jump spielen dürfen. Sollen wir heute Tri-Jump spielen? Ja, okay. Wir sollen Tri-Jump spielen, Leute. Das heißt, wir gehen hier zu Tri-Jump. Die magische Miesmuschel hat es uns so gesagt. Und ja, dann gucken wir mal, wann die Runde hier startet. Magische Miesmuschel, darf Remember Lion ein Screen mit mir haben? Ja. Ja, okay. Dann dürft ihr ein Screen mit mir haben, Leute. Remember, wenn die magische Miesmuschel das so entscheidet, war sie heute auf jeden Fall mal gütig. Dann können wir doch gleich mal fragen, müssen die Zuschauer ein Like da lassen? Ja. Ja, Leute, also lasst mal ein Like da auf jeden Fall jetzt. Wenn ihr mehr mit der magischen Miesmuschel sehen wollt, dann könnt ihr jetzt auch mal hier oben abstimmen. Da oben. Ich hoffe, das ist da oben. Ich weiß immer nicht, ob das da oder da ist, aber ich glaube da, weil da, also da. Okay. Magische Miesmuschel, dürfen wir in Tri-Jump runterfallen? Okay, Leute, wir dürfen nicht runterfallen. Okay. Ja, ja, muss ich eine Strafe machen, wenn ich runterfalle? Vielleicht. Oh, vielleicht, da ist sie schon nicht so sicher. Aber ich würde sagen, wir konzentrieren uns hier erstmal, dass wir nicht runterfallen. Das wird ja eine Challenge. Also bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, Leute. Habt ihr das schon mal geschafft? So null mal runterfallen ist halt schon, naja, bisschen anspruchsvoll. Aber wir sind natürlich ein Jump Pro. Magische Miesmuschel, ich bin runtergefallen. Muss ich jetzt eine Strafe machen? Okay, okay, okay. Sie hat entschieden, Leute. Also ich muss jetzt scheinbar gerade keine Strafe machen, zum Glück. Boah, aber warum bin ich beim ersten Sprung hier schon direkt runtergeflogen? Also, ich sollte mein Handy lautlos machen, weil sonst klingelt die magische Miesmuschel bei allen Nachrichten. Oh, das ist ein neues Modul, kenne ich noch gar nicht. Ey, dieser eine Sprung, der geht mir so dermaßen auf die Nerven. Oh! Magische Miesmuschel, ich bin jetzt oft runtergefallen. Muss ich wirklich Tri-Jump heute spielen? Och, die will mich echt Tri-Jump spielen lassen, Leute, Alter. Ich bin so schlecht in Tri-Jump. Guck mal, ich schaffe hier gar nichts. So, okay. Sprung. Okay, ich glaube, ab jetzt sollte es möglich sein.
Wenn ich jetzt nicht hier fünfmal runterfliege, dann ist das auf jeden Fall möglich. Hier kann man sogar noch abkürzen. Perfekt. Ja, ja, ja. Oh, da kann man gar nicht drauf springen. Wie soll dieser Scheißsprung möglich sein, Alter? Ist doch gar nicht möglich. Ich könnte jetzt rechts an die Seite, aber okay, ist doch möglich. Magische Miesmuschel, dieser Hangar ist einfach ins Ziel gerannt. Hat der gehackt? Auf gar keinen Fall. Okay, er hat nicht gehackt. Gehackt, Alter. Gehackt, Leute, wahrscheinlich. Oh mein Gott. Okay, Leute, jetzt müssen wir die magische Miesmuschel erstmal fragen, was wir uns so kaufen sollen. Was sollen wir uns heute so kaufen? Ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden. Soll ich mir keine Rüstung kaufen oder wie? Das erste. Also keine Rüstung, Leute. Keine Rüstung soll ich mir kaufen? Ja, ja, moin. Ja. Okay, warte. Darf ich mir eine Angel kaufen? Darf ich mir eine Angel kaufen? Okay, die App hat sich einfach geschlossen. Darf ich mir eine Angel kaufen? Ja, okay, eine Angel darf ich mir kaufen. Ja, perfekt, ja, ja. Jetzt haben wir aber noch so viel. Darf ich mir noch extra Herzen kaufen? Was? Die haben einfach geskippt. Die haben einfach geskippt. Ich habe noch nicht mal verzaubert. Oh mein Gott. Wie soll ich denn... Wie soll ich... Ja, ich habe noch nicht mal mehr eine Rüstung, Alter. Wie soll ich denn überhaupt einen Kill machen? Komm her. Magische Miesmuschel. Muss ich einen Kill machen? Nein. Nein, okay, ich muss keinen Kill machen, Leute. Boah, Alter, zum Glück muss ich keinen Kill machen. Aber wie soll ich auch einen Kill machen? Die haben einfach geskippt und dann... Oh. Ich hasse das System irgendwie, wenn man einmal nur nicht so schnell einkauft. Aber irgendwie ist es auch gut, wenn einer so dumm ist wie ich und sich keine... Halt, stopp. Grüß dich. Ja, 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 oh mein Gott, Leute, ich habe einen Kill gemacht und er hat mir die Sachen trotzdem gedroppt. Finde ich gut. Nee, komm her. Jetzt kämpf ordentlich. Oh mein Gott. Jetzt hört auf, so dumm zu kämpfen. Kämpft richtig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, rasiert. Die kämpfen eh gerade nicht richtig. Erstmal die Sachen einsammeln. Ja, was jetzt? Hm? Was? Was willst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Ja, GG auf jeden Fall, Slash Hub. Alter. Okay, magische Miesmuschel. Darf ich Bed Wars spielen? Gewiss. Gewiss. Okay, Leute, ich darf eine Runde Bed Wars spielen. Wir haben ja noch nicht so viel. Okay, also gehen wir mal in Bed Wars rein. Hier oben 8x1. Können wir auf jeden Fall mal fragen. Magische Miesmuschel, darf ich mich denn heute in Bed Wars nach oben bauen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Leute. Das ist doch besser als... Als alles hier. Da können wir auf jeden Fall mal die Runde starten. Und da schreibt auch jemand, hey Flex, ich hoffe, der fragt nicht nach dem Screen, sonst muss ich nämlich noch die magische Miesmuschel fragen. Aber da gucken wir einfach mal. Oh, ich wollte Team Schwarz, weil Team Schwarz ist das beste Team, Leute. So, okay, jetzt müssen wir natürlich erstmal fragen hier. Magische Miesmuschel, darf ich mir überhaupt einen Knockback-Stick kaufen? Ja, genau, perfekt, okay. Dann dürfen wir uns jetzt auch einen Knockback-Stick, jetzt müssen wir natürlich fragen. Magische Miesmuschel, leichte oder schwere Blöcke? Keins von beiden. Keins? Okay, also keine leichten, ich muss mit Glas bauen, Leute. Oh mein Gott. Ich darf nicht mit leichten und nicht mit schweren Blöcken bauen, Alter. Was ist denn das hier schon wieder? Oh, die muss ich wegwerfen, toll. Habe ich das verschwendet. Ich hoffe, die Lage, magische Miesmuschel erlaubt mir wenigstens Rüstung. Darf ich Rüstung anziehen? Keineswegs. Oh mein Gott.
Hau ab. Okay, keineswegs, Leute. Oh mein Gott, ich darf noch nicht mal Rüstung anziehen, Alter. Darf ich überhaupt irgendwas? So. Okay, ich darf keine Rüstung anziehen und ich darf nur mit Glasblöcken spielen. Ja, moin. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch die Runde gewinnen, oder? Magische... Oh. Hallo. Ich stecke hier fest. Oh mein Gott, okay. Jetzt muss ich hier fragen. Geh nicht aus. Darf ich mir... muss ich die Runde gewinnen? Bleh. Auf jeden Fall. Oh mein Gott, Leute, ich muss die Runde gewinnen. Okay, es war vorbei jetzt hier. Magische Miesmuschel. Also ich habe jetzt die Bettos-Runde gewonnen. Hau ab. Nein, oh mein Gott, baue mein Bett nicht ab. Muss ich jetzt verworfen trollen? Einfach mal hier so ein paar Wilder spawnen. Ja, genau. Einfach mal ein paar Wilder spawnen. Warum nicht? Disconnected Spam. Hm, warum wurde ich denn disconnected? Verstehe ich überhaupt nicht. Magische Miesmuschel. Ich habe jetzt 13 offene Anfragen. Muss ich die einfach mal annehmen? Okay, also Leute, die magische Miesmuschel wollte euch einfach nicht in meiner FL haben. Aber Leute, wenn euch das kleine verrückte Video kontrolliert von der magischen Miesmuschel gefallen hat, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, Alter. Magische Miesmuschel. Ja, moin. Lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall bei den nächsten Videos im Outro vorbei. Und ja, haut rein, Leute. Ciao, ciao.